Hallo, ich mache wieder mal ein Video zur ganzen Corona-Covid-Sache und auch sonst. In der Zwischenzeit bin ich auf Kevin Sadai gestoßen, das ist so ein Priester, 1992 mal gestorben war und dann im Himmel ziemlich viele Sachen von Jesus mitgeteilt gekriegt hat, die er zum Teil erst jetzt in Buchform und auch als Predigten und Botschaften weitergibt. Und er hat auch dieses Jahr im Mai wieder eine Visitation gehabt. Eine fünfstündige über die nächsten 11 Jahre, was er zu tun hat, aber was auch sonst ablaufen kann und was auch jetzt, gerade in dieser Zeit, mit all diesen Drohungen ablaufen kann und wird, wenn die Gemeinde, die Überwinder der Gemeinde von Jesus, der Body of Christ, der Leib Christi hier auf Erden, nicht beten und fasten. Also wir können durch Gebet die Sachen verhindern. Der Heilige Geist in uns ist das Hindernis dafür, dass dieser Mensch Hallo, ich empfehle streamable.com als Alternative, um Videos, die man produziert hat, zu hosten, statt als auf YouTube. Der Nachteil bei Streamable ist, dass man eigentlich nicht so was wie einen Kanal hat. Man hat zwar ein Profil, wo alle Videos, die man hochlädt, wenn man eingeloggt ist selber, sieht man die, aber nach außen ist dieses Profil oder dieser Kanal nicht sichtbar. Es sind einfach die einzelnen Videos sichtbar. Zeigt es da. Hier, wenn ich eingeloggt bin, habe ich da diesen Link da in der Mitte auf das Video. Das kann ich dann einbetten oder scheren. Bei Dings noch die Preise schnell. Da gibt es ein Paket, das ist gratis. Da muss man aufpassen, wenn man inaktiv ist, werden die Videos nach 3 Monaten gelöscht. Sonst ist das eigentlich auch schon ziemlich gut. 500 Megabit pro Video erlaubt, 10 Minuten Limit. Dann für 7 pro Monat gibt es keine Limiten mehr. Scharfe Videos, keine Größen-Limitations, keine Werbung und werden auch nicht gelöscht bei Inaktivität, solange man zahlt. Gibt es noch ein Business-Paket? Und dann, das ist eine Alternative, eine zusätzliche zu YouTube, außer von BitChat. Bei BitChat ist man eher ähnlich wie YouTube, da hat man einen Kanal, den man auch verlinken kann. BitChat ist aber ziemlich langsam. Also, ich empfehle da beides. Ich gehe nochmal zurück auf Streamable. Also die Videos, die ich bei Streamable hochlade, das geht sehr schnell. Die kann ich dann auf meiner eigenen Website jesusforyou.ch einbetten. Also wenn ihr was vermisst auf YouTube, das vielleicht gelöscht wurde, dann schaut direkt auf der Website jesusforyou.ch nach. Dort sind dann die eingebetteten Videos von Streamable. Und das heißt Tschüss YouTube. Man sollte YouTube und Facebook meiden, wo man nur kann. Das sind faschistische Steigbügelhalter geworden. Jesus is King. Repent. The kingdom of God is near.